und herzlich willkommen zu diesem abschließenden Ludwig Erhard Gipfeltalk in einer wirklich illustren Runde aus den Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, der FDP, der SPD und der CDU. Ich bedanke mich schon jetzt für diese illustre Runde bei eben Ricarda Lang, Christian Lindner, Lars Klingbeil und Friedrich Merz für die Opposition. Heute Ihr Spiel vielleicht. Und wenn ich Sie schon so beisammen habe, wirklich selten genug, dann hätte ich vielleicht gleich als erstes die vielleicht sogar wichtigste Frage. Wenn Sie auf Ihre Anhängerschaften, auf Ihre Wählerschaften schauen und gucken, wie kommen die Leute da klar mit diesem, wie lange halten Sie das noch durch, dieses Krisenstaccato? Also von Ukraine-Krieg, Energiepreisexplosion, aber bis auch vielleicht diesen Sommer eine Hiobsbotschaft von der Erderwärmung nach der anderen. Und wie kommen dieselben Milieus, dieselben Anhängerschaften, ihre Wählerschaften klar mit der Intensität der politischen Reaktion auf diese Krisen? Von Zeitenwende, dreistelligen Milliardenbeträgen an Schulden bis hin zu dem, Entschuldigung, reichlich vermurksten Heizungsgesetz, das jetzt noch in der parlamentarischen Beratung ist. Also, kurz gefragt, Frau Lang, vielleicht an Sie als erstes, wann kommen selbst Ihre Anhänger und sagen, oh liebe Politik, macht mal Pause, wir können einfach nicht mehr? Ja, erstmal schönen Abend. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal hier zu sein. Und vielleicht ganz kurz, weil die Milieus angesprochen wurden, wurde gestern Abend im Hintergrundgespräch gefragt von einem Journalisten, dass man das Gefühl hätte, das hier wäre ein Lusttermin. Ich glaube, das sagt man als Grüne normalerweise nicht über den Ludwig-Erhard-Gipfel. Aber wenn man als Politikerin nur dahin gibt, wo es viel Applaus geht, dann macht man, glaube ich, auch was falsch. Also freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Ich glaube, zu der Frage der Milieus, das sind unsere Milieus nicht so viel anders als die Breite der Gesellschaft. Ich denke da vielleicht an meine Mutter, die ich jetzt über Ostern besucht habe, Grünenwählerin, hängt ein bisschen auch mit meiner Person zusammen, aber auch schon davor. Und natürlich war deren erste Frage auch, wie bezahlen wir das mit der Heizung? Wie soll das eigentlich am Ende gehen? Das heißt, diese sehr konkreten Alltagsfragen treiben gerade viele Menschen um. Und gleichzeitig wissen diese Menschen auch, und ich glaube auch das geht weit über irgendein Milieu von einer Partei hinaus, dass in der Krise nichts tun ja keine Option ist. Die Krisen sind ja da, die Inflation ist da, die Abhängigkeit von russischem Gas war da, die weltweiten Verschiebungen waren da. Und ich glaube, gerade wenn wir mal das Thema Inflation anschauen, wussten ja alle, wenn die Politik das einfach aussitzt und versucht, den Kopf in den Sand zu stecken, hätte das zu massiven Verwerfungen, hätte das am Ende zu einer riesigen Rezession in diesem Land geführt. Das heißt, die Leute wollen, dass wir handeln, aber ich glaube, sie wollen zwei Dinge wissen. Erstens Planungssicherheit. Wie sieht es eigentlich aus? Was kommt konkret? Und zweitens, wie gelingt es sozial? Wie wird es am Ende bezahlt? Und da können wir vielleicht alle gemeinsam mit der Ampel noch ein bisschen besser werden, das frühzeitig auch zu zeigen. Weil Sie es erwähnten, sozial, vielleicht auch an Sie, Herr Klingbeil, die Frage. In Ihrer klassischen Wählerschaft, sagen die Leute wirklich, wir müssen jetzt noch mehr handeln und noch schneller handeln? Oder sagen die Leute, ey, ein bisschen langsam geht es doch auch, oder? Also, ich habe ein bisschen vielleicht die Herausforderung, dass ich die Menschen, die sich an mich wenden, ja nicht als erstes frage, ob sie SPD wählen oder nicht, sondern ich höre einfach erstmal den Bürgern zu. Und da muss ich sagen, und ich glaube, das können die anderen drei bestätigen, die Gesellschaft ist natürlich erschöpft nach 3 Jahren Krise. Und ich weiß nicht, ob hier jeder im Raum sagt, es ist alles super. Und natürlich, der Krieg hat noch wahnsinnig viel durcheinander gewirbelt und alles, was sich daran anschloss, also Inflation und Energieunsicherheit, die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, ob das gelingt, also das waren ja große Fragen, über die wir diskutiert haben und die wir entscheiden mussten. Und wenn ich jetzt nach vorne gucke, dann, weil Sie das gefragt haben, wollen unsere Wähler Tempo und Veränderungen und so weiter. Ich glaube, es wissen schon alle, dass jetzt sehr unruhige Zeiten auf uns zukommen und dass wir das mit noch dieser... Noch mehr unruhige ja, Zeiten. Ja, weil doch alle wissen, dass diese Transformation, ich finde den Begriff sperrig, aber dieser Wandel zur Klimaneutralität, zur Digitalisierung, die Frage von Wertschöpfungsketten auch auf globaler Ebene, die ja auch wachsen werden wieder nach 2 Jahren Pandemie, dass das wahnsinnig viel Unruhe reinbringt. Und die Frage, wie geht man dahin und wie schafft man das? Aber ich glaube, es wissen schon alle, wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, alles ist super, dass das nicht funktionieren wird und dass man sich verändern muss. So, und das letzter Gedanke dazu, also diese Unsicherheit ist da und das spüre ich auch, das haben wir gerade, Sie haben das Heizungsthema angesprochen und das beschreibe ich jetzt einfach nur, ich bin da wahnsinnig viel sehr besorgt auch kontaktiert worden in den letzten Wochen, wie das da weitergeht. Und jetzt kommt mein Aber, in dem Punkt will ich noch setzen. Ich finde schon und auch zu Beginn eines Podiums, wo wir sicherlich gleich liefern werden, weil wir uns auch ein bisschen streiten werden hier vorne und Sie alle unterhalten werden,
Wie kommen Sie darauf? Nein, das wollen Sie ja auch gleich. Ich kenne Sie auch ein bisschen. Aber ich war gestern Abend, durfte ich Barack Obama lauschen. Und das will ich einfach nochmal sagen. Der hat beschrieben, in den USA hast du mit einer Wahl den Wandel von einem Präsidenten, der sich für Klimaneutralität einsetzt, zu einem Präsidenten, der sagt, es gibt keinen Klimawandel. Und das, finde ich schon, müssen wir uns bei allem politischen Streit, den wir in Deutschland haben, bewusst machen, dass hier vorne 4 Parteien sitzen, die alle sagen, wir wollen das mit der Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen. Also es gibt eine Anerkennung auch der Fakten und der Realitäten. Über den Weg können wir uns köstlich streiten, werden wir gleich tun. Aber ich finde, das ist eine Stärke dieses Landes, dass wir in der Breite des demokratischen Spektrums, in der Breite auch der Mitte, dass wir da einen Konsens haben und da auch viel Gemeinsamkeiten haben und das auch immer wieder schaffen. Und das haben wir letztes Jahr gezeigt. Und das sollten wir nicht kleinreden. Das will ich hier nur gleich zu Beginn sagen, bevor wir anfangen, uns zu streiten. Sie haben völlig recht. Gleichzeitig haben wir ja Friedrich Merz in der Runde, der natürlich, das ist eine andere Form von Opposition als zum Beispiel in den USA, gar keine Frage, so zerklüftet ist unsere politische Landschaft zum Glück nicht. Und gleichzeitig meine ich Sie, Herr Merz, verstanden zu haben in den vergangenen Tagen, dass Klimaschutz nicht alles sei, das sei nicht das Allerwichtigste, manchmal können auch anderes wichtig sein. Insofern gibt es doch nicht nur eine Frage über den Weg zu irgendeinem Ziel, sondern auch über das Tempo bzw. die Dringlichkeit, mit der meinetwegen der Klimaschutz über alles andere eingeordnet werden muss. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Naja, da sind Sie zumindest bei der wichtigsten Veranstaltung, die wir dazu gemacht haben, nicht dabei gewesen. Dann hätten Sie das anders verstanden. Das war in der letzten Woche. Und wir haben das sehr klar und deutlich adressiert. Ich sage es immer wieder, jenseits von Krieg und Frieden ist das die wichtigste Herausforderung, vor der wir heute stehen. Und ich glaube, das wird in einem ganz großen Teil der Gesellschaft auch genauso gesehen. Die Frage ist nur, wie nähert man sich diesem Thema? Wie geht man damit um? Und schafft man durch dieses Thema noch mehr Verunsicherung? Oder zeigt man einfach einen Weg auf, der vielleicht auch ein bisschen mit Zuversicht und Optimismus verbunden ist und der eben nicht nur mit Regulierung, neuen Verboten, neuen Gesetzen, Klimaklebern und allen möglichen Begleiterscheinungen dieser Art verbunden ist. So, und das unterscheidet uns, glaube ich, von großen Teilen dieser Koalition. Mir schien, dass Sie auch gesagt hätten, wenn ich es jetzt richtig, halbwegs richtig zitiere, zumindest sinngemäß, dass in den nächsten 10 Jahren sich entscheiden würde. Also, dass man nicht alles übermorgen machen müsse und schon gar nicht nächstes Jahr die Welt untergehe. Und das, glaube ich, wird nicht von allen Parteien im Deutschen Bundestag geteilt. Die Dringlichkeit wird doch ganz anders gestuft zwischen meinetwegen der Grünen Partei und Ihnen. Also ich habe den Satz, dass nächstes Jahr die Welt untergeht, dieses Jahr glauben wir auch nicht. Keine Angst. Das ist der Satz, den ich gesagt habe und ich bleibe dabei. Morgen geht die Welt nicht unter. Übermorgen wahrscheinlich auch nicht. So, und jetzt müssen wir doch mal, wir reden über das Jahr 2045 und das ist 20 Jahre von jetzt an. In dieser Zeit müssen viele Dinge erledigt werden. Und damit müssen wir anfangen, haben wir ja auch schon angefangen. Ist ja nicht so, als ob mit dieser Koalition der Klimaschutz gerade erfunden wird, sondern wir haben ja schon seit vielen Jahren eine solche Diskussion. Wir haben übrigens in Deutschland auch schon viel erreicht. Wir sind bei -40% CO2, bezogen auf das Jahr 1990. Und jetzt kommen die nächsten 60% und die werden sehr viel schwieriger. Die Frage ist nur, muss man zu der Verunsicherung, die ohnehin da ist, wir haben die Finanzkrise gehabt, wir haben die Corona-Krise gehabt, wir haben den Krieg in der Ukraine, muss man dazu jetzt noch zusätzliche Verunsicherung schaffen oder gibt es vielleicht einen Weg, der die Bevölkerung ein bisschen mitnimmt, die Bevölkerung ein bisschen auch auf diesen Weg bringt, aus eigenem Antrieb heraus, aus eigener Überzeugung heraus, oder muss man das so machen wie die gegenwärtige Koalition? Und da habe ich eine klare Meinung. Herr Lindner, wenn ich Sie noch fragen darf, ähnliche Richtung hier im Laufe des Tages, dieser beiden Gipfeltage, haben natürlich viele Unternehmer ihr Leid geklagt, dass die Politik so langsam sei, dass manches nicht berechenbar, nicht schnell genug vorangehe, dass man jetzt mal quasi sichere Rahmenbedingungen schaffen müsse, damit die Wirtschaft das tun könne, was sie tun soll, nämlich sich zu wandeln in Richtung meinetwegen auch Klimaneutralität. Da klang es also so, das geht uns alles nicht schnell genug. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Dissens, ein Graben dann zur Bevölkerung, der es vielleicht an manchen Stellen zu schnell geht. Wie sehen Sie das? Herr Blome, meine Damen und Herren, ich muss zunächst Friedrich Merz einmal in Schutz nehmen gegenüber Ihrer Frage. Tatsächlich ist es so, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung scharf angreift,
weil wir das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition, das sehr planwirtschaftlich ist, jetzt reformieren werden und mehr Marktwirtschaft in den Klimaschutz bringen. Es ist heute am Tag von der CDU-CSU noch ein Pfeil in Richtung der Ampel abgefeuert worden. Also insofern der Vorwurf an Friedrich Merz ist, meine ich, ungerechtfertigt. Zu Ihrer Frage. Ich finde es rührend. Zu Ihrer Frage, Krisen und die Erwartungen. Nach meinem Eindruck hat sich unser Land als sehr resilient erwiesen. Man muss doch mal sehen im Vergleich zu Frankreich, wie stabil unsere politischen Verhältnisse sind. Im Vergleich, natürlich bewegt sich auch viel, aber im Vergleich. Die deutsche Wirtschaft hat es im vergangenen Jahr vermocht, ohne weitere Einschränkungen der Produktion Gas einzusparen und effizienter zu wirtschaften. Das ist ja ein Beleg für die These von Ludwig Erhard, dass unternehmerische Verantwortung und der Versuch, mit Knappheiten umzugehen, überlegen ist jeder staatlichen Förderung. Aber was ich als Gefühl habe, was die Menschen bemängeln, ist die Frage, ob eigentlich genug gesunder Menschenverstand in der Politik sichtbar wird. Wenn offen diskutiert wird über die Vier-Tage-Woche und man doch weiß, dass keine Gesellschaft auf der Welt jemals ihren Wohlstand erhalten hat, indem sie weniger arbeitet, wenn offen diskutiert wird... Wenn diskutiert wird über das Ende von funktionierenden Technologien wie dem Verbrennungsmotor oder der modernen Gasheizung, dann stellen die Leute sich die Frage, ja, wo werden wir auf den Weltmärkten erfolgreich sein? Und wenn angesichts eines Höchststeuerlandes, insbesondere für den Mittelstand, darüber sinniert wird, jetzt beim Spitzensteuersatz und der Erbschaftssteuer noch schärfer zuzulangen, dann habe ich das Gefühl, bemängeln die Leute nicht die Krisen, sondern einen Mangel an gesundem Menschenverstand in der Politik. Ich weiß nicht, wollen Sie auf die Vier-Tage-Woche? Herr Merz möchte auf jeden Fall auf die Frage mit den Spitzensteuersätzen antworten, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, also die CDU diskutiert nicht über Steuererhöhungen, sondern wir diskutieren über die Abflachung unseres Einkommensteuertarifes. Wir diskutieren auch nicht über eine höhere Erbschaftssteuer, sondern über eine niedrigere Erbschaftssteuer, vor allen Dingen über eine gerechte Erbschaftssteuer. Wir müssen wahrscheinlich sowieso demnächst noch einmal an dieses Thema heran, weil erneut dagegen geklagt wird. Und die Belastung mit Erbschaftssteuer ist ja nun auch sehr unterschiedlich. Und sie ist auch durchaus, widerspricht sie dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen in diesem Lande. Also von daher bin ich mit Christian Lindner völlig einig. Wir müssen hier ein bisschen mehr klugen und einfach normalen Menschenverstand anwenden. Wenn das auch für die ganze Koalition so gelte, dann wäre es gut. Und wenn das heute Abend der Geist dieser Diskussion ist, dann ist das sogar einfach. Also man kann vielleicht als Zwischenfazit festhalten, wenn jemand jetzt dazugekommen wäre, der noch nichts von der deutschen Politik mitgekriegt hat, der könnte nicht sagen, wer von Ihnen regiert. Oder wer mit wem regiert. Aber vielleicht nochmal, wenn ich darf, noch einmal zurück zum Klimaschutz. Es ist ja gar nicht so lange her, Sie hatten die Zahl gerade erwähnt, deshalb komme ich nochmal drauf, Herr Merz. Da wurde festgestellt, dass Deutschland 2022 seine Klimaschutzziele mit -40, etwas mehr sogar, Prozent erreicht hat. Und das sogar, obwohl die Wirtschaft gewachsen war und nicht anders, als man unterstellt hatte, sie nur diese Ziele erreicht hatte, weil es wegen Corona und anderer Krisen so bergab gegangen sei, was ja gar nicht der Fall war. Das ist überhaupt nicht gefeiert worden, fand ich überraschend. Also weder von den Regierungsparteien, die sich das ja nun mal, weil sie regieren, hätten auf die Fahne schreiben können, noch von Ihnen, noch von der CDU, die es immerhin ja in den vergangenen Jahren ja auch einen gewissen Anteil am Regieren hatte. Wieso kommt das? Trauen Sie den Leuten keine guten Nachrichten mehr zu? Frau Lange, Herr Klingbeil. Nein, also Sie haben das Jahr 22 angesprochen. Ich finde, das war generell kein politisches Jahr zum Feiern. Also ich meine, aber wenn ein Erfolg erzielt wird. Nein, und nochmal die Stimmung letztes Jahr, und ich finde, dies ist auch dieses Jahr nicht. Ich gebe Christian Lindner völlig recht, dass wir auch ein bisschen stolz darauf sein können, wie wir durch diese Krise letztes Jahr durchgekommen sind. Ja, ich meine, ich habe das vorhin schon mal gesagt, als ich auf dem Podium saß.
die AfD hat zwischendurch irgendwie dieses Video, haben wir vielleicht alle gesehen oder viele im Raum, als sie vergessen haben auszustellen und gehofft hatten, dass die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gehen, dass es den Wutwinter, den Wutherbst gibt. So, das haben wir abgewendet, auch durch politische Maßnahmen, weil wir uns als Gesellschaft untereinander gehakt haben. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass letztes Jahr wir in Feierlaune waren. Und die Ambition, die wir haben müssen beim Klimaschutz, die bleibt ja auch. Also ich glaube, dass eine riesige Chance auch darin liegt, industriepolitisch, wirtschaftspolitisch, wenn wir den Weg Richtung Klimaneutralität gehen. Und dass wir vorangekommen sind, dass wir Sachen gemacht haben, ja, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben keine Veranlassung, uns zufrieden zurückzulehnen und zu sagen, das reicht jetzt. Und nach Feiern war mir zumindest letztes Jahr nicht zumute. Ich bin kein großer Fan davon, sich Scheinsiege ins Schaufenster zu stellen. Ich glaube, das ist sogar manchmal eine Krankheit der Politik. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut und die Klimaziele, dann hatten wir da an bestimmten Stellen auf jeden Fall Verbesserungen, was Beschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Aber dann muss man natürlich auch ehrlich anerkennen, ein Großteil der CO2-Emissionen, der da eingespart wurde, wurde eingespart, weil die Wirtschaft in einem unfassbaren Tempo Gas einsparen musste, weil wir innerhalb von einem Jahr unabhängig geworden sind von russischem Gas. Wir haben das hinbekommen, aber die Art und Weise, wie das funktioniert hat, relativ untergeplant, holter die Polter mit sehr harten Einschnitten für Wirtschaft und für die Bevölkerung, das ist nicht die Art, wie wir Klimaschutz machen wollen. Und so werden wir auch in Zukunft keinen Klimaschutz machen. Und dementsprechend ist 2022 kein jetzt Paradebeispiel für den Klimaschutz, sondern das war gut, dass wir es hinbekommen. Das hat eine Resilienz unserer Demokratie gezeigt. Aber in der Zukunft wird Klimaschutz natürlich anders aussehen. Naja, also wenn die Menschen und die Firmen ja auch, aber vor allen Dingen jetzt auch die privaten Verbraucher -20%, also weniger Gas verbraucht haben, dann haben sie ja was gezeigt, was sie können, dass sie resilient sind, dass sie sich auf was einstellen können, dass sie vielleicht auch mit einem Pulli mehr und 2 Grad weniger leben können, Herr Lindner. Aber niemand sagt Danke von der Politik. Ich sage gerne Danke und Respekt, aber man muss ja die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und ich glaube, eine Schlussfolgerung kann sein, dass der Preis, der im vergangenen Jahr und teilweise immer noch ruinös hoch war, dass aber dennoch der Preis eine Lenkungswirkung hat. Ich meine, wir sind beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Das hat der schon gewusst. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung, dass wir weniger stark durch Ordnungsrecht, einzelne Verbote, Eingriffe in den Markt durch überzogene Subventionen reagieren sollten, sondern dass eine Konsequenz aus dem letzten Jahr sein sollte, dass wir sehr viel stärker auf die Marktkräfte vertrauen sollten, dass wir Rahmenbedingungen schaffen sollten, dass ingenieurwissenschaftliches Know-how, die unternehmerische Kreativität, die Wahlfreiheit der Menschen den Westenweg zum Klimaschutz begründet und nicht das, was Politikerinnen und Politiker sich vorstellen. Gut, jetzt sind wir doch bei diesem Heizungsgesetz. Und vielleicht, Herr Merz, sagen Sie gleich auch was dazu, denn das Heizungsgesetz, das verpflichtend macht, wenn eine Heizung neu eingebaut werden muss, entweder weil es ein neues Haus ist, also da braucht es eine neue Heizung, oder weil sie halt, um ganz sicher zu sein, also weil sie kaputt geht, muss sie ersetzt werden, dann sollte es mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit regelungsmäßig herbeigeführt keine Gas- und keine Ölheizung sein. Also, man hätte das über den Preis. Ich muss jetzt sicherheitshalber sagen, dass Sie den Gesetzentwurf von Herrn Habeck und jetzt nicht vollständig sachlich präzise dargestellt haben. Naja. Irgendwo habe ich hier gerade auf einem Podium gelernt. Der Gesetzentwurf ist noch anders zur Vervollkommnung, aber so schlimm, wie Sie es gerade dargestellt haben, ist er wirklich nicht. Also sagen wir mal so, es wird zu einer, wie wollen wir es ausdrücken, vermehrten oder deutlich verminderten Nachfrage nach Gas- und Ölheizung kommen, also am besten ja gar nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Frage ist, das hätte man über den Preis regeln können und die sprachen es gerade an. Der Mechanismus ist ja schon auf dem Gleis. Herr Merz, warum ist es nicht über den Preis geregelt worden? Warum hat man es über dieses Gesetz gemacht? Hätten Sie es auch so gemacht? Also zunächst einmal will ich auf das Einsparpotenzial des Jahres 2022 nochmal zu sprechen kommen. Das ist eine, wie ich finde, etwas euphemistische Beschreibung dessen, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Die Einsparungen sind ja nicht nur in den privaten Haushalten da gewesen. À la Bonheur, vielen Dank, da haben sich viele sehr gut und konstruktiv verhalten. Die Einsparungen sind auch zum Teil durch Produktionsstilllegungen erzielt worden. Wir haben im letzten Jahr eine deutliche Verringerung der Wirtschaftsleistung gesehen. Wir haben Unternehmen gesehen, die ganz geschlossen haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der zweitgrößte Hersteller von Aluminium in Deutschland hat geschlossen.
Sein Unternehmen in Neuss, es hat geschlossen, zugemacht. Und Aluminium machen sie nur einmal zu, das machen sie nicht wieder auf. So, das heißt, wir haben Produktion verloren im letzten Jahr. Wir sind im letzten Jahr das erste Mal unter 20% der Industrieleistung an unserer Wertschöpfung gewesen. Das erste Mal seit Jahrzehnten. Wir lagen mal bei 24-25%. Wir liegen jetzt unter 20. Das heißt, wir erleben keine Deindustrialisierung im Sinne von, da geht eine nach der anderen pleite. Aber wir erleben einen schleichenden Prozess, wo Industrie in Deutschland einfach nicht mehr stattfindet. Und das ist meines Erachtens eine Bedrohung für unseren Wohlstand. Wir könnten jetzt über verschiedenste Branchen reden. Wir haben gestern Abend im kleineren Kreis über einige gesprochen. Ich will das hier nicht wiederholen. Aber das ist ein Sachverhalt, der nun wirklich keinen Grund und keinen Anlass zur Freude gibt. So, und dann, zum GEG. Dieses Gebäudeenergiegesetz ist ja nicht eine Erfindung dieser Koalition. Das Gesetz gibt es. Das ist in Kraft. Das ist ein Gesetz der alten, so viel geschmähten Koalition aus SPD, CDU und CSU. Und da gab es einen klaren Pfad, wie man aus den Verbrennerheizungen rauskommt. Hinzu kommt jetzt der europäische Handel über die CO2-Zertifikate, der kurz vor Weihnachten beschlossen worden ist. Hätte man diese Kräfte wirken lassen, hätten wir über einen längeren Zeitraum genau dasselbe Ergebnis erzielt, das bessere Ergebnis sogar erzielt, wie das, was die Koalition jetzt mit der Brechstange über den Jahreswechsel 23/24 erreicht. Will. Ich gebe Ihnen auch dazu ein Beispiel. Warum verbieten wir in diesem Land Pelletheizungen? Warum verbieten wir in diesem Werden Land... Werden wir nicht. Naja, also lieber Christian, ich meine, jetzt, dann sind wir wahrscheinlich jetzt die beiden Oppositionsführer, die hier oben auf der Tribüne sitzen. Nee, ich glaube, der Lars Klingbeil ist genau derselben Meinung. Im Gesetz steht es drin, faktisch ist es so, dass Sie mit dem, was Sie da jetzt machen, an Gesetzgebung nach dem gegenwärtigen Stand dieses Gesetzes, Pelletheizungen und auch die Verstromung aus Biomasse nicht mehr erlauben in Deutschland. So, weil die Werte einfach nicht mehr erzielt werden. Und nach den Augen dieser Koalition sind Pelletheizungen und Bioverstromung eben keine regenerativen Energien. So, und an dieser Stelle haben wir einfach einen großen Dissens. Das ist mit Verlaub gesagt Unfug, was da gemacht wird, und damit wird die Bevölkerung ohne jede Not verunsichert. Ich glaube, wir haben an ganz vielen Stellen bei diesem Gesetz Dissens. Es wäre nur gut, wenn wir mal Fakten haben. Und Pelletheizungen werden nicht verboten. Das haben, glaube ich, gerade alle drei Partner, die Teil dieser Regierung sind, hier oben auch gesagt. Ich bin der Meinung, dass ein Preismechanismus und natürlich insbesondere Zertifikatehandel in Europa einen riesigen Anteil am Klimaschutz und bei diesem Weg zur Klimaneutralität bringen wird. Wir werden ganz, ganz viel über den Preis regeln. Christian, manchmal hätte ich mir diesen Ansatz auch in den Debatten um den Tankrabatt im letzten Jahr gewünscht. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt zusammen sind, ja, der Preis wird ganz viel regeln. Aber wir haben natürlich bestimmte Bereiche, wo ehrlich gesagt die Preisentwicklung zu langsam kommt und vor allem auch zu spät kommt. Wenn jemand heute eine neue Heizung einbaut, 2026, dann trifft die Person da eine Investitionsentscheidung. Jetzt machen wir uns mal ehrlich, der durchschnittliche Bürger in diesem Land wird bei der Frage, wenn er sich eine Heizung einbaut, nicht sich informieren, wie wird sich ziemlich wahrscheinlich der ETS-Zertifikatehandel in Europa in den nächsten 10 Jahren entwickeln und dann dementsprechend schauen, wie investiere ich da. Das halte ich einfach für ziemlich weit weg von der Realität. Das heißt, das führt am Ende dazu... Ich Frage dazwischen stellen. Ja. Genau das nennt ja Herr Habeck, aber auch Frau Geiwitz, Verbraucherschutz. Also wir schützen die Verbraucher davor, dass ihnen irgendwann die Preise steigen. Wir schützen sie vor ihrer eigenen Entscheidung. Ich würde gerne wissen, woher wissen Sie, dass die Leute sich nicht informieren würden? Weil ja das die Prämisse ihres Handelns ist. Ich denke, dass es viele Leute machen werden, aber nicht, dass die Breite der Bürger... Gehen Sie mir auf die Straße... hier unterwegs oder gehen Sie in meinen Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd und fragen Sie die Leute, was ist der ETS-Handel und wo steht der Preis gerade europaweit? Wie viele werden mir das beantworten können? In Ihrem Wahlkreis, in meinem Wahlkreis sehr, sehr wenige Menschen. Das ist ja eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Und das heißt, wir laufen eine Situation rein, wo die Leute 2026, 2027 sich eine Gasheizung kaufen, weil es heute einfach noch billiger ist, als es eine Wärmepumpe ist. Und 2036, 2037 mit unbezahlbaren Preisen dastehen, da die fossilen eh teurer werden und da der ETS-Preis noch dazukommt. Und in dem Moment wird ja die Lenkungswirkung eher zu einer Sanktionswirkung. Das heißt, die Leute werden im Nachhinein bestraft und das finde ich nicht arg gerecht. Das heißt, hier Planungssicherheit zu geben, finde ich sehr sinnvoll. Herr Klingbeil, müsste man es dann aber alles wieder so abfedern, preislich, sozial, dass die Leute es am Ende dann doch gar nicht merken, das Preissignal? Das Preissignal ist ja da. Also ich meine, müssen wir nicht drum herum reden, das ist ja heute schon da. Energie ist ja teurer geworden. Und
Ich glaube, dass heute schon sich viel mehr Menschen informieren, Gedanken machen, in welche Richtung es gehen kann. Aber das, was ich hier nochmal sagen will, ist, also ich habe gerade schon was gesagt zu der Debatte der letzten Wochen um das Thema Heizung und wie aufgebracht die Diskussion war und auch verunsichert. Und da muss man selbstkritisch sagen, da haben wir zu beigetragen als Regierung. Das kann man gar nicht wegwischen. Aber jetzt geht es für mich darum, im parlamentarischen Verfahren, natürlich, wir wollen die Förderung. Das ist ja auch verabredet, dass es die geben wird. Wir wollen aber auch Übergangslösungen und wir wollen gucken, genau, wie geht man mit Havarien, wie geht man mit Pellets, all diese Dinge. Und am Ende muss das Signal stehen, wir machen uns auf den Weg. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir die Wärmewende auch anpacken. Also wir dürfen nicht immer nur theoretisch über Ziele reden, sondern wir müssen uns auch auf den Weg machen. Und natürlich wird das an der einen oder anderen Stelle ruckelig und da wird es gesellschaftliche Debatten geben und die müssen wir auch führen. Aber das, worum es jetzt geht, ist als Parlament auch klarzumachen, wir lassen die Leute nicht im Stich auf diesem Weg und da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nachschrauben beim Gesetz und das werden wir im Parlament tun. Das ist aber auch ein ganz normaler Prozess. Also Sie kennen das Strucksche Gesetz, ja, alles, was ins Parlament reingeht, geht am Ende auch anders irgendwie wieder raus und da sind auch die Parlamentarier viel zu selbstbewusst, als dass sie sagen, sie machen alles zu 100%, was die Regierung will und wir alle haben gerade die ganzen Beispiele in den Wahlkreisen, wir haben Bürgerinnen und Bürger, wir haben Stadtwerke, die sich an uns wenden und das fließt jetzt alles in den Prozess mit ein, aber am Ende ist doch richtig, dass wir uns auf den Weg machen bei der Wärmewende und dass wir auch sagen, wir wollen diesen Weg Richtung Klimaneutralität auch im Gebäudebereich gehen. Ich halte das für absolut richtig, aber es muss dann auch gut gemacht sein. Es ist mir aber wichtig, noch eine Sache klarzustellen, weil von der Regierung und der Koalition gesprochen worden ist. Der jetzige Gesetzentwurf ist kein Konsens der Koalition. Ich habe den Bundeskanzler und den Vizekanzler gefragt, wollen wir dieses Gesetz im Kabinett fertig verhandeln und nehmen wir uns weitere 3 Wochen oder leiten wir es als Arbeitsentwurf in das Parlament weiter und dort trifft der Gesetzgeber die abschließenden Entscheidungen. Und der Wunsch war, wir wollen es schneller ans Parlament geben und wir werden innerhalb der Regierung also keinen Konsens verhandeln. Deshalb lasse ich mich nicht im Einzelnen auf dieses Gesetz verpflichten, weil die Präsidentin des Bayerischen Landtags mit dem Kopf schüttelt. Das ist ständige Staatspraxis, um Fristen einzuhalten. Das hat sogar, Friedrich, die CDU-CSU früher mal so gemacht, als sie regiert hat. Aber jetzt kommt, jetzt geht es um die Sache. Ich kenne das Strukturgesetz auch. Jetzt geht es mir um die Sache und das ist jetzt der wichtigere Punkt. Der wichtigere Punkt ist, jawohl, es wird eine Form der Förderung geben und auch einen sozialen Ausgleich muss es geben. Gibt es ja jetzt schon, hatte auch eine Vorgängerregierung. Nur, wir müssen doch darauf achten, dass wir den möglichst effektivsten Weg für eine Wärmewende wählen. Und überall Wärmepumpe mit neuer Hausdämmung ist nicht der volkswirtschaftlich effektivste Weg, sondern könnte sich als ein möglichst teurer Weg herausstellen. Es wird nicht gelingen, ein ineffizientes Gesetz, das mit den physikalischen Realitäten nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler praxistauglich zu machen. Erst muss das Gesetz praxistauglich sein, danach kann man schauen, wie man mit Steuergeldhärten ausgleicht. Herr Merz, lassen Sie uns an Ihrer Heiterkeit teilhaben. Naja, also bei einer solchen Regierung brauchen Sie ja keine Opposition mehr. Das macht die Regierung ja alles selbst, nicht? Aber wir haben Sie trotzdem also eingeladen. Ich erinnere dich mal an die Osterruhe, die deine Vorvorgängerin mal einführen wollte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ja, gut, also nur mit Verlaub, also Staatspraxis. 30 Stunden Verhandlung im Kanzleramt. Bei uns lohnt sich das Warten wenigstens. Ja, so, und dann gibt es einen Gesetzentwurf im Kabinett, der wird verabschiedet mit einer Protokollerklärung eines der beteiligten Koalitionspartner, dass man das so nicht mitträgt. Das geht dann trotzdem in den Bundestag und jetzt soll der Bundestag das beraten. Also ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Bis jetzt ist schon herausgekommen eine massive Verunsicherung der Bevölkerung und eine Diskussion über dieses Thema, das mit Verlaub, Frau Lang, den Klimaschutz massiv diskreditiert. Und ich weiß nicht, ob Sie sich versprochen haben oder ob Sie es wirklich so gemeint haben. Sie haben eben da gesagt, das sei nicht artgerecht. Ich vermute mal, Sie haben gemeint, es sei nicht realitätsgerecht. Nee, Sie haben, okay, dann habe ich das hoffentlich falsch verstanden. Nur, was Sie sagen, ist genau der Unterschied, den wir meinen. Sie sagen, man muss den Leuten heute schon vorschreiben, was sie an
Technologie in ihrem Keller oder in ihrem Heizungskeller einbauen. Das alte Gesetz hat natürlich auch mit dem ETS-Handel zusammen eine Preissteigerung vorgesehen. Und wie unmündig halten Sie denn eigentlich die Bevölkerung oder diejenigen, die so eine Heizung einbauen oder diejenigen, die mal nachfragen, was bedeutet denn das für mich? Wir hätten diesen Weg, den wir eingeschlagen haben und der ja auch schon dazu geführt hat, dass Heizungen modernisiert worden sind, diesen Weg hätten wir fortsetzen sollen. Plus Emissionshandel hätte der dafür gesorgt, dass über eine längere Frist die Heizungen ausgetauscht werden. Jetzt werden sie erreichen, dass die Menschen so lange wie eben möglich an ihren alten Heizkesseln festhalten und dafür sorgen, dass da um Gottes Willen nichts Neues eingebaut wird, weil einfach das Damoklesschwert riesiger Investitionen darüber schwebt. Denn Wärmepumpe plus Solar auf dem Dach kostet das Doppelte bis das Dreifache dessen, was eine neue Heizung kostet. Also ich vermute mal, sie erreichen genau das Gegenteil mit dem, was sie im Augenblick planen, von dem, was wir eigentlich alle zusammen wollen sollten. Da vielleicht ein Hinweis. Wir haben jetzt in den letzten Monaten einen Hochlauf bei den Wärmepumpen um 110%. Und das geht nicht zurück auf das Gesetz, das ist ja noch gar nicht beschlossen, da gibt es anscheinend auch noch einiges zu besprechen, sondern das geht jetzt schon darauf zurück, dass Leute sagen, ja, wir setzen darauf. Das heißt, die Sorge, die Sie haben, dass die Leute das nicht machen, ist jetzt in den letzten Monaten entstanden. Ist nicht darüber hinaus, sondern wir hatten eher eine Stagnation zu bestimmten Stellen, leicht steigend. Und jetzt haben wir einen richtigen Quantensprung bei der Wärmepumpe. Die wird nicht überall die Lösung sein, sie wird aber an vielen Stellen die kosteneffizienteste Lösung sein. Und die Leute setzen jetzt schon drauf, weil es ein ganz klares Signal gibt und eine ganz klare Richtung. Ich möchte gerne einen Schritt weiter und zwei Begriffe zusammenbringen, die jetzt hier schon mehrfach gefallen sind. Das eine war Verunsicherung. Ich glaube, es bestreitet niemand hier in der Runde, dass da irgendwas nicht so glücklich gelaufen ist und sich viele Leute auch zum Teil sogar existenzielle Fragen stellen. Und der Begriff, das Wort der AfD, die jetzt keine Wahlsiege eingefahren hat, waren ja auch nicht so viele Wahlen, aber still und leise eben wieder bei 16% bundesweit ist. Bundesweit. Man möchte gar nicht genau in den Osten des Landes schauen, wie da die Werte sind. Herr Klingbeil, was macht das mit Ihnen? Was sagt es Ihnen, dass die Kanzlerpartei einen Punkt vor der AfD liegt? Es zeigt das, worüber wir gerade geredet haben. Die Verunsicherung ist da und jetzt ist die Frage, wie kriege ich Verunsicherung weg? Und meine Antwort ist nicht durch öffentlichen Streit. So, und ich glaube, dass das in den letzten Wochen in der Tat dazu beigetragen hat, und das muss man selbstkritisch sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass genau die Populisten jetzt Dinge verbreiten konnten, auch die nicht stimmen. Also ich habe das vorhin anekdotenhaft in dem Gespräch mit Herrn Weimer erzählt, aber mir ist ja im Wahlkreis, jetzt in den letzten Tagen war ich unterwegs, auch jetzt noch, nachdem wir das Gesetz schon geändert haben und da jetzt auch nochmal vieles deutlich klarer und besser geworden ist, bei den Leuten ist ja der Eindruck, Robert Habeck steht am 2. Januar nächstes Jahr vor der Tür und reißt die funktionierende Gasheizung raus. Und das müssen wir selbstkritisch sagen. Da haben wir durch die öffentliche Debatte zu beigetragen. Und jetzt muss es darum gehen, schnell dieses Gesetz zu lösen und durch den Bundestag zu bringen, dass wir genau diese Verunsicherung nehmen. Mit der Frage, wie sieht Technologieoffenheit eigentlich aus? Wie sind die Übergangsfristen? Wie sieht das mit der Förderung aus? Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich war heute Vormittag bei Wacker hier in Burghausen. Die haben Wärme. Die haben durch das, was dort am Standort passiert, massiv Wärme. Die sind nicht in der Lage, das in die kommunalen Netze reinzubringen. Da gibt es keine Förderung für. Aber das wäre doch ein Pragmatismus zu sagen, diesen Weg gehen wir. Und deswegen haben wir zum Beispiel als SPD gesagt, wir müssen das Thema kommunale Wärmeplanung dringend damit auf den Weg bringen. Das muss zusammengebracht werden. Und manchmal sind Lösungen vielleicht auch viel näher, als man denkt. Und ich glaube, so kriegt man dann auch eine Unsicherheit wieder raus, indem wir jetzt einfach unseren Job machen, dieses Gesetz vernünftig durchzubringen, es pragmatisch zu tun und dafür sorgen, dass Debatten nicht so geführt werden können wie in den letzten Wochen. Herr Merz, können Sie sich da anschließen? Ich glaube, Sie haben mal gesagt, dass Sie in der Lage wären oder die CDU in der Lage sein müsste, die AfD einfach zu halbieren. Davon ist es jetzt weit entfernt. Was müsste die CDU tun? Herr Blome, ich habe mehrfach betont in den letzten Monaten, dass ich das zum letzten Mal Anfang 2019 gesagt habe. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Und seitdem hat sich leider noch mal viel verändert. Und die Reaktion auf diese Koalition ist eben auch eine stärker werdende AfD, vor allen Dingen im Osten. Und das macht mir erhebliche Sorgen. Und deswegen habe ich auch keine Freude daran. Ich meine, die Koalition macht es uns als Opposition im Augenblick leicht. Aber ich habe keine Freude daran, dass das so ist, weil es eben auch zu diesen Verwerfungen, insbesondere im Osten, führt. Und Herr Klingbeil, Sie haben gerade gesagt, dafür gibt es keine Förderung.
Ich will Ihnen mal berichten, was mir aufgefallen ist, als ich nach 12 Jahren Pause wieder zurück in die Politik gekommen bin. Ich habe eine Fahrradtour durch meinen Wahlkreis gemacht, durch meinen früheren und meinen jetzigen wieder. Und in jedem Dorf und in jeder Stadt habe ich Projekte gesehen, wo die Leute voller Stolz gesagt haben, ja, und dafür haben wir eine Förderung bekommen. Für kulturelle Projekte, selbst für eine Kneipe, für alle möglichen Sachen. Überall Förderung, Förderung, Förderung. Es ist mir vorher nie so aufgefallen, dass dies eine solche Rolle gespielt hat. So, und jetzt sagen Sie, auch dafür gibt es keine Förderung. Wir müssen doch mal zu Mechanismen kommen, dass hier bestimmte Dinge in diesem Land, insbesondere in der Klimapolitik, in der Energiepolitik, stattfinden, ohne dass da gleich nach Förderung gerufen wird. Sie machen dieses Heizungsgesetz und wollen unbedingt, selbst Christian Lindner sagt es, da müssen wir den Leuten helfen, dass die auf den richtigen Weg kommen und dass die das nur einigermaßen bezahlen können. Können wir in diesem Land eigentlich mal Mechanismen etablieren, sodass wir etwas Vernünftiges tun, ohne dass das für Unternehmen, für private Haushalte und alles... Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Strukturfehler in der Politik, die wir zurzeit sehen, dass wir auf der einen Seite mit massiven Belastungen und zwar letztendlich für alle umgehen müssen und gleichzeitig für viele, nicht für alle, aber für viele versprochen werden muss, das fördern wir jetzt aber und das unterstützen wir und das federn wir sozial ab und dann wird ein Wärmenetz nicht etabliert, weil es dafür keine Förderung gibt. Leute, das sind die falschen Anreize und das sind die falschen Mechanismen. Aber jetzt muss ich mal fragen, wer hat eigentlich diesen von dir beklagten Mentalitätswandel bewirkt? Doch nicht die Ampel, die 16 Monate regiert, sondern die CDU/CSU, die 16 Jahre eine Regierung geführt hat. Das will ich doch mal in Erinnerung rufen. Wir haben großartige Elektrofahrzeuge von deutschen Herstellern. Was hat die frühere Bundesregierung gemacht? Sie zahlt eine Umweltprämie und wir wissen heute, dass 240 Millionen Euro der Umweltprämie gar nicht zielgerichtet ankommt, weil die von euch erfundene Subvention gar nicht zielgerichtet ist, weil die Autos ins Ausland verkauft werden. Seit 2005 300 Milliarden Euro Subventionen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft, die ihr eingeführt habt. Also insofern, ich teile das, was du gesagt hast, hinsichtlich der Subventionierung und wir können nicht alles fördern. Ich empfehle nur allen Parteien eine gewisse Bescheidenheit bei der Beschreibung der Lage, denn da haben alle ihren Anteil. Ja. Und wenn ich mich ganz dunkel erinnere, war sogar die FDP zwischendurch mal 4 Jahre dabei. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da alles besser geworden ist in dieser Zeit. Also Christian, das ist mir ein bisschen zu einfach. Wir haben eine Mentalität in diesem Lande, da stimme ich dir ausdrücklich zu, auf solche Förderung und Subventionen und Hilfeleistungen. Ich plädiere dafür, dass wir angesichts der Lage auch der öffentlichen Haushalte, und da wirst du in diesem Jahr noch viel Freude dran haben, wir auch Schlag mit dir zusammen. Schlag mal einen vor. Komm, das ist Breaking News. Eine Förderung, die abgeschafft wird. Ich werde ganz konkret dazu... Ich schlag dann auch eine vor. Ja, ich werde ganz konkret, wenn ihr die Haushaltsberatung... Jeder schlägt eine vor. Konkret. Ja, genau. Das hättet ihr gerne. Ja? Aber ich halte jetzt immer, du sagtest doch gerade, wir sollen es uns nicht zu einfach machen. Nee. Also machen wir es uns schwer. Jeder schlägt eine Förderung vor. Ja, ihr legt jetzt mal einen Bundeshaushalt vor und dann schauen wir uns mal an, wie die Zahlen da sind. Nein, ich meine, es sind ja, schauen Sie, wenn ihr dieses Heizungsgesetz so macht, kommt ihr gar nicht drum herum, eine entsprechende soziale Abfederung zu machen. Unser Vorschlag ist, lasst es sein, dann könnt ihr euch die Förderung sparen. Friedrich, es gibt das keine soziale. Also vielleicht darf ich, also ich halte noch einmal als zweites Zwischenfazit fest, die Ampel wird diesen Abend zumindest auf diesem Podium überleben. Und Herr Lindner steht also in Treue fest zu seinen Koalitionspartnern, das finde ich großartig. Ich möchte aber noch mal zurück zur AfD, das ist mir jetzt ein Tick zu schnell davon weggekommen, weil das wird ja dann doch, je länger, je mehr, befürchte ich, gerade wenn es an die Wahlen in Ostdeutschland geht, zum Thema werden, insbesondere auch deshalb. Und das Thema, glaube ich, müssen wir jetzt dann mit anschneiden, weil wir eine veritable Flüchtlings-Asylsuchende, wie Sie es immer nennen mögen, Gesamtkrise haben. Wir befinden uns auf dem Weg, zumindest rein rechnerisch, zu 300.000 Asylsuchenden in einem Jahr. Ich kann mich erinnern, dass 2018, glaube ich, zweimal die Regierung fast auseinandergefallen wäre, und zwar in ihrem CDU/CSU-Teil, als es in Richtung 180.000 Menschen Asylsuchende ging. Frau Lang, wiederholt sich jetzt die Geschichte? Also kriegen wir eine veritable im Sommer Flüchtlingskrise und die AfD feiert ihre Urstände, schrecklicherweise?
Also ich glaube, mir macht, und das würde ich jetzt mal für jeden in diesem Raum mit beanspruchen, dass die noch nicht Ergebnisse, zum Glück noch nicht Ergebnisse, aber die Umfragewerte der AfD unfassbare Sorgen. Die, die wir bundesweit sehen, noch viel, viel mehr, die wir im Osten sehen, wenn wir auf eine Situation laufen, wo die in verschiedensten Bundesländern die stärkste Kraft werden könnten. Ne? Und deshalb müssen wir natürlich überlegen, wie können wir gerade als Regierung, ich glaube, manchmal betrifft es alle demokratischen Parteien, aber die Regierung natürlich eine besondere Verantwortung, das würde ich teilen, klarer kommunizieren, schneller kommunizieren. Und das gilt natürlich auch in diesem Bereich. Ich will sagen, wenn wir über das Thema Migration und auch Flucht reden, das müssen wir trennen, dann haben wir gerade einmal eine Situation mit der Ampel, wo wir über Migration wirklich endlich mal vorankommen, indem wir es gestalten. Und jedem Unternehmer, mit dem ich in diesem Land rede, jedem Handwerker sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Menschen, die hierher kommen. Das wird jetzt endlich mal angegangen, nicht ausgesetzt mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wenn wir aber auf das Thema schauen, Flucht, und das muss man trennen, das ist mir komplett bewusst. Das werden Sie nicht schaffen. Das wird Ihnen begraben werden, oder? Naja, natürlich. Also wie gesagt, wir haben ja ganz viele Leute hier, die sagen, wir werden unsere Rentensysteme gar nicht sichern ohne Einwanderung. Das wird nicht funktionieren, wenn nicht Menschen hierher kommen, die hier arbeiten, wird unser Wohlstand, unser Rentensystem, unser Sozialsystem massiv gefährdet werden. Aber Flucht ist ein anderes Thema, da reden wir nicht darüber, dass Leute herkommen zum Arbeiten, sondern erstmal Leute, die Schutz brauchen. Da haben wir auch eine humanitäre Verantwortung. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Und das eine, das wird jetzt gerade verhandelt, dass wir europäisch endlich mal vorankommen, dass wir europäisch auch, was das Thema Verteilung, damit geht auch einher, mehr Ordnung, humanitäre Ordnung an den Grenzen endlich vorankommen. Und das zweite ist, dass wir die Kommunen unterstützen. Und deshalb sagen wir, und ich weiß, da diskutieren wir auch innerhalb unserer Regierung darüber, aber die besonders belasteten Kommunen, die brauchen mehr Unterstützung. Und diese Unterstützung muss eben gerade auch finanzieller Natur sein. Die muss auch bei schnelleren Verfahren sein, aber die dürfen wir gerade nicht alleine lassen. Herr Klingbeil, haben Sie keine Sorge vor diesem Sommer, dass es ein weiterer Flüchtlingssommer wird? Oder bilde ich mir das ein? Ich könnte permanent Sorgen haben, aber das ist keine gute Einstellung in der Politik. Aber ich sehe die Herausforderungen und ich sehe auch die Verantwortung, die wir tragen. Und ich sage Ihnen, das Thema Fluchtmigration ist jetzt eins, und da hat Ricarda Lang völlig recht, wo wir höllisch aufpassen müssen, auch wie wir als Politik darüber diskutieren. Ja, das ist ein Thema, das wir anpacken müssen, wo wir klar sein müssen. Ich sage gleich auch ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Aber wir tragen auch die Verantwortung, wie eine Gesellschaft darauf blickt, indem wir jetzt entscheiden, im Hinblick auf den 10. Mai, wo der Gipfel stattfinden wird, wie wir als demokratische Parteien über das Thema reden. So, ich bin nicht dafür im Geringsten, dass wir als Deutschland unser humanitäres Gesicht aufgeben. Ich bin da stolz drauf, dass wir das haben. Ich bin stolz drauf, wie wir 2015 agiert haben. Ich finde richtig, wie wir mit ukrainischen Flüchtlingen hier umgegangen sind, wie wir denen geholfen haben. Da hat Deutschland sich von einer guten Seite gezeigt. Ich stimme Ricarda völlig zu, wenn ich das andere Thema nehme, nicht Fluchtmigration, sondern Migration in den Arbeitsmarkt. Da werden wir eine riesige Herausforderung haben, die Leute zu bekommen, die wir haben wollen. Und wir gehen ja immer davon aus, dass die kommen wollen zu uns. Das ist, glaube ich, in vielen Teilen eine falsche Annahme. Da müssen wir auch eine andere Kultur hier entwickeln, mit Leuten umzugehen, die wir dringend brauchen. Also ich bin in keinem Unternehmen mehr, wo mir nicht über den Fachkräftemangel was gesagt wird. Jetzt zum Thema Flucht. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass unter den Asylsuchenden keine Fachkräfte sein werden? Doch, auch. Aber ich möchte trotzdem die beiden Themen jetzt gerade ein bisschen trennen, weil ich jetzt auch auf die Frage Flucht gerade gucken will. Da wird es welche geben, die schon hier sind und wo ich auch finde, denen müssen wir Angebote auch machen, auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Aber für mich ist das europäische Verteilsystem wichtig. Für mich ist auch wichtig, das, was Nancy Faeser gerade tut, dass wir jetzt gucken, wie können wir an den Außengrenzen schon agieren. Für mich ist wichtig, dass wir jetzt in eine politische Debatte kommen, wo nicht Bund und Länder sich gegenseitig vorrechnen, wie viel man ausgibt. Schon, dass am Ende sitzt da die AfD und rechnet das zusammen und sagt, ach guck, so viel Geld wird für die Migration ausgegeben und so wenig wird für andere ausgegeben. Da müssen wir aufpassen, wie wir sprechen. Und natürlich gehört auch mit dazu, dass wir bei der Humanität, die wir zeigen wollen und wo ich nicht dran rütteln will, und das ist ja etwas, wo alle sich hier vorne auch gemeinsam nach Verantwortung fragen müssen, wir müssen schneller werden, dass diejenigen, die nicht hierbleiben können, wieder gehen. Also ne, wir wollen als SPD zum Beispiel, dass die sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet werden. Das halte ich für ganz wichtig, dass Verfahren beschleunigt werden, dass wir aber gucken, dass mehr Verwaltungspartner. Ich rede jetzt als SPD-Vorsitzender erstmal, Sie wollen ja jetzt
von mir hören, wie ich darüber denke. Und das ist etwas, wo wir Verantwortung tragen. Genauso die ganze Digitalisierung der Ausländerbehörden, die eigentlich seit 2015 schon getan werden sollte. Aber wir sind da noch nicht so weit. Aber das würde auch wahnsinnig helfen, schneller zu sein. Und das ist die Verantwortung, die alle Parteien tragen, dass wir genau diese Punkte erledigen. Humanität zeigen, auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht hierbleiben können, gehen. Und zwar schneller gehen, als das gerade der Fall ist. Ich glaube, das müssen wir nachweisen. Und dafür müssen am 10. Mai eben auch Beschlüsse gefasst werden. Herr Lindner, Herr Merz, wie lange kann das Land, die Republik, die Gesellschaft auf dem Pfad in Richtung 300.000 Asylsuchende pro Jahr vorangehen? Ich glaube, wir müssen es im Zusammenhang sehen. Die Leute, Menschen spüren ja, dass wir seit vielen Jahren bei der Zuwanderung nach Deutschland ein Problem haben. Vielleicht können es nicht alle in der gleichen Weise artikulieren, aber dass da seit Jahren ein ungelöstes Problem ist, spüren die Menschen. Und die Untätigkeit lässt sie an Alternativen denken, die in Wahrheit keine sind. Und ich will es mal für mich so vereinfacht zusammenfassen. Wir machen es in Deutschland den Menschen, die wir brauchen, zu schwer zu kommen. Und wir machen es den Menschen, die eigentlich gehen müssten, zu leicht zu bleiben. Und genau das muss geändert werden. Und deshalb hat die Bundesregierung jetzt ja ein Paket ergriffen für eine Verbesserung der Fachkräfteeinwanderung. Wir suchen uns die fleißigen Hände und klugen Köpfe aus, die wir brauchen, machen es ihnen leichter. Übrigens sind wir so attraktiv für die nicht, wie man gemeinhin denkt. Sprachbarriere, Steuern und Abgaben, Situation des Bildungssystems und so weiter und so fort. Übrigens auch eine gewisse Neidkultur gegenüber wirtschaftlich Erfolgreichen kommt auch noch dazu. Dann zum Zweiten. Jeder, der ein Herz hat, der wird doch nicht einer Mutter mit ihren Kindern aus der Ukraine sagen, du bist hier nicht willkommen. Wir sehen doch die Bilder, was da los ist. Und da sehe ich auch einen gesellschaftlichen Konsens zu sagen, diese Menschen nehmen wir auf, unterstützen sie. Die allermeisten davon werden dereinst ohnehin in die alte Heimat zurückkehren wollen, um sie aufzubauen. Und diejenigen, die bleiben wollen und die Sprache erlernen, die haben doch in Deutschland auch tolle Arbeitsmarktchancen. Und der dritte Punkt ist nun aber der, wo ich noch Aufgaben sehe, wo wir auch innerhalb der Regierung noch beraten um die richtigen Maßnahmen. Das ist die Frage, wie begrenzen wir die irreguläre Migration. Menschen sind nicht individuell bedroht und nicht in unseren Arbeitsmarkt eingeladen. Das gibt es nämlich auch. Wir vermischen oft Einwanderung, Flucht und irreguläre Migration. Den dritten Punkt, da haben wir ebenfalls Maßnahmen, die wir einleiten müssen. Die europäischen Außengrenzen müssen geschützt werden. Asylverfahren müssen von außerhalb Europas eingeleitet werden. Und wir brauchen... Aber Lindner, das ist und das wir ist brauchen letzte Maßnahme, nee, wir brauchen einen Marktstock, die ist sofort zu Ende. Wir brauchen endlich Abkommen mit den Herkunftsländern. Wir wissen, es kommen aus bestimmten Ländern Menschen, die haben hier kein Aufenthaltsrecht und wir müssen bilateral Deutschland mit NN ein Abkommen treffen. Ihr könnt für Studierende und qualifizierte Visa erhalten, wenn ihr endlich Verantwortung für eure Staatsangehörigen übernehmt, die kein Recht auf Aufenthalt bei uns haben. Herr Lindner, ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger. Das ist die Vorschlagslage 1:1 referiert aus dem Jahre 2014. Und nichts ist passiert, denn erst diese Bundesregierung hat einen Sonderbeauftragten eingesetzt, um diese Rückführungsabkommen abzuschließen. Auch auf der europäischen Ebene, ahne ich, wird diese Bundesregierung die erste sein, die sagt, wir sind für einen Schutz der europäischen Außengrenze. Das war bisher ein Tabu. Die frühere Bundeskanzlerin sprach einmal davon, sie wolle ausdrücklich keinen physischen Schutz der Außengrenze. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken. Das heißt, Sie wollen über Zäune nachdenken. Ich glaube, dass, um Kontrolle herzustellen, auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss. Ich bin dafür, wenn zugleich die Möglichkeit humanitärer und qualifizierter Einwanderung rechtlich erleichtert wird. Herr Merz, aus irgendeinem Grunde traut sich der Herr Lindner nicht, das Wort Zaun zu sagen. Trauen Sie sich das? Ja. Also, das klingt alles gut und das meiste davon, fast alles davon, haben wir in mehreren Anträgen im Deutschen Bundestag vorgeschlagen, der letzte in der letzten Woche.
Und es ist mit den Stimmen der Koalition, auch denen der FDP, in namentlicher Abstimmung alles abgelehnt worden. So, und deswegen, also hier Dichtung und Wahrheit liegen hier doch etwas weiter auseinander. Dass die Frau Bundesinnenministerin jetzt auf den Gedanken kommt, mal an den Außengrenzen stärker zu kontrollieren, ist ein Thema, das wir seit Jahren diskutieren, das wir im Deutschen Bundestag x-mal diskutiert haben. Es ist alles abgelehnt worden. Das Problem wird immer größer. Wir haben jetzt 30.000 Asylbewerber pro Monat. Das sind keine Ukrainer. Das sind keine Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu uns kommen wollen, um hier zu bleiben. Das sind keine Einwanderer in den Arbeitsmarkt. Das sind Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus vielen anderen Ländern. Wir kriegen das Problem, so wie wir es zurzeit behandeln, nicht in den Griff. So, der Schutz der Außengrenzen ist aus meiner Sicht völlig selbstverständlich. Wenn man Binnengrenzen beseitigt, muss man Außengrenzen schützen. Das geht nicht anders. Ich bin immer ein Befürworter des europäischen Binnenmarktes gewesen. Dann haben wir hier ein Staatsgebiet von sehr vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenn die ihre eigenen Grenzen nicht mehr schützen wollen, was richtig ist, dann müssen wir die gemeinsamen Außengrenzen gemeinsam schützen. So, das muss stattfinden. Jetzt will ich noch mal zum Thema Einwanderung etwas sagen. Das ist ja nicht bestritten. Und ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es in der zweiten Auflage aus der alten Koalition. Wir machen das ja schon längst, war die FDP auch dran beteiligt. Die Frage ist nur, wie kommen wir damit so weiter, dass wir die richtigen bekommen? Wir haben zurzeit eine Auswanderung von Fachkräften aus Deutschland in der Größenordnung zwischen 160.000 und 200.000 pro Jahr. Ich fände, es wäre uns allen schon mal geholfen, wenn wir diejenigen, die gehen, und das sind ja nicht die Schlechtesten, das sind meistens die Besten, wenn diejenigen, die gehen, aus Deutschland mal hier bleiben. Das wäre der erste Schritt. Das Land ist offensichtlich nicht attraktiv genug. Zweiter Punkt. Im Verantwortungsbereich der Bundesregierung, in allen deutschen Auslandsvertretungen, stapeln sich die Anträge auf Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Wir wissen aus den Schätzungen ungefähr, sind Zahlen aus dem Auswärtigen Amt, dass 40.000 bis 45.000 Anträge dort liegen, teilweise seit Monaten nicht bearbeitet werden. Warum ist eigentlich diese Bundesregierung nicht in der Lage, wenigstens diesen Teil mal vollständig durchzudigitalisieren und dafür zu sorgen, dass diese Anträge, die da liegen, das sind Anträge von Fachkräften, das sind Anträge, die konkrete Firmen benennen, bei denen sie arbeiten möchten, nicht bearbeitet werden. So, das heißt also, bevor wir jetzt hier über eine umfassende Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt sprechen, die nach meiner Einschätzung gar nicht kommen wird, weil viele Leute gar nicht nach Deutschland kommen wollen. Wir haben Freizügigkeit in der Europäischen Union. Es können zig Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ganz Europa ohne jede Restriktion nach Deutschland kommen. Die brauchen keine Aufenthaltserlaubnis, die brauchen keine Arbeitsgenehmigung, die können heute am Abend kommen und morgen früh anfangen zu arbeiten in Deutschland. Die kommen nicht. So, das heißt also, funktioniert das nicht mehr? Das ist abgerutscht. Ach so. Ich bin hier zu engagiert. Was also denn mit diesem Mikrofon? So, bevor wir also hier in großem Umfang über die Einwanderung sprechen, im Übrigen, diejenigen, die aus den Flüchtlingen kommen, die Asylbewerber sind, ist die Quote derer, die in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten, ziemlich gering. Wir haben jetzt, das war übrigens nicht 2018, Herr Blom, es war 2015 und 2016 die Flüchtlingskrise. Aus dieser Zeit. Nein, Ihre Regierungskrise war 2018. In unserer Regierungszeit, ja. Aus dieser Zeit, aus der wir sehr viele Syrer in Deutschland haben, sind fast zwei Drittel immer noch in Sozialhilfebezug. Das heißt also, zu hoffen, dass man aus diesem Kreis der Zuwanderer, diesem Kreis der Migranten ein größeres Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt rekrutiert, ist ein Trugschluss. Und am Ende des Tages bleiben ungelöste Probleme in großem Umfang und die Menschen in den Wahlkreisen, Herr Klingbeil, merken das und teilen dann die Quittung aus. Und die lautet leider häufig AfD. Herr Klingbeil. Gerade gefragt, wie es gewesen wäre, wenn die Union in den letzten Jahren mal irgendwann einen Innenminister gestellt hätte, dann hätte man vieles dieser Themen vielleicht angehen können. Ja, und ich, also nochmal. Wir fangen jetzt an, endlich, und das ist ein Anliegen der Ampel, das ist im Koalitionsvertrag verabredet, und Nancy Faeser ist da unterwegs, die Außengrenzenfrage anzugehen, das Ganze europäisch voranzubringen. Das haben vor ihr viele Unionsinnenminister probiert, das hat nicht funktioniert, und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gerade hinbekommen. Das Zweite, und das will ich auch nochmal sagen, weil Christian Lindner gerade die Migrationsabkommen angesprochen hat. Ja, das Merz, das gab es schon.
Das Problem ist nur, die Migrationsabkommen, die man versucht hat in den letzten Jahren zu gestalten, haben diesen zweiten Teil nicht vorgesehen, den Christian Lindner angesprochen hat. Wir haben gesagt, ihr nehmt eure Leute zurück, aber wir haben zeitgleich nicht gesagt, wir nehmen hier welche auf. Und das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Und deswegen hat der Stampf da die volle Unterstützung. Und wir haben ja die ersten Migrationsabkommen jetzt auch abgeschlossen, Indien beispielsweise. Und das wird helfen für die Frage Migration in den Arbeitsmarkt, aber auch für die Frage Fluchtmigration. Wie kriegen wir Leute, die nicht hierbleiben können, schneller auch aus dem Land wieder raus? Und so gehen Migrationsabkommen. Also das heißt, das klingt jetzt alles erstmal ganz schön, was Herr Merz sagt, aber man hätte vieles davon in den letzten Jahren auch machen können. Das ist dort aber Innenministern nicht gelungen und ich bin sehr optimistisch und vieles haben wir schon nachgewiesen, dass wir das tun können. Aber wir werden das Thema der Migration nicht mit starken Sprüchen lösen können, sondern wir müssen es lösen, indem wir pragmatisch die Dinge anpacken. Und da ist die Ampel gerade dran und das ist der richtige Weg. Und wir müssen höllisch aufpassen nochmal, wie wir in den nächsten Wochen über dieses Thema reden. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen. Da haben Sie sicherlich recht. Wir sind so fast schon am Ende, leider. Ich fand es bis hierhin eine sehr spannende Diskussion. Und ich habe aber im Laufe des Tages und zumindest den Teil des Tages, den ich hier war, gelernt, dass was man immer auch nach vorne blicken muss und irgendwie auch positiv nach vorne schauen soll. Also dass das nicht hier auf einer Sour Note enden darf. Und darum würde ich gerne zumindest halb positiv, und das ist dann wahrscheinlich meiner Profession geschuldet, dass ich nur halb positiv kann, fragen wollen, Sie einmal in der Runde fragen wollen, was ist typischer für den Standort Deutschland, weil wir jetzt über den Ludwig-Erhard-Gipfel hier sprechen oder auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel sprechen. Was ist typischer für den Standort Deutschland derzeit? Der Fiesmann-Verkauf oder der Spatenstich bei Infineon? Herr Lindner. Weder noch, das ist mir zu plakativ. Ich glaube, das ist überraschend. Ja, der Journalist darf so fragen, aber weder glaube ich, dass der Fiesmann-Verkauf repräsentativ sein darf, weil wir wollen, dass unsere Familienunternehmen hier gute Rahmenbedingungen finden und nicht fürchten müssen, aufgrund von Entscheidungen für einzelne Technologien oder Fummeln an der Erbschaftssteuer nicht mehr hier bleiben zu wollen. Noch kann ein Spatenstich, der mit Subventionen aus der Staatskasse begleitet wird, repräsentativ sein. Sondern was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, dass Unternehmen ihren Erfolg suchen in der Nähe des Marktes und nicht in der Nähe des Staatshaushaltes und dafür einfach gute, faire Rahmenbedingungen vorfinden, bezahlbare Energiepreise, endlich wieder schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht, Fachkräfte und eine digitalisierte Verwaltung. Und das Schöne ist, da wir wissen, was zu tun ist, können wir es anfassen. Deutschland hat sich zu lange selbst im Wege gestanden. Und das ist die tolle Nachricht. Wer sich selbst im Wege steht, kann sich auch selbst den Weg freimachen. Also ganz offen gestanden, ich kann mit der Frage auch nicht so ganz viel anfangen. Ist ungefähr so, als wenn Sie sagen, was ist repräsentativer für Deutschland, Regen im Rheinland oder Sonne am Tegernsee? Hätte ich jetzt auch keine Antwort drauf. Aber ich glaube, wir haben allen Grund zur Zuversicht in diesem Land, wenn wir dem Mann ein Stück mehr vertrauen, der hier rechts und links plakatiert ist und der 200 Meter von hier entfernt gewohnt hat und 500 Meter von hier beerdigt ist. Nämlich Ludwig Erhard. Der hat Gesetzmäßigkeiten von Markt verstanden, nicht im Sinne einer kapitalistischen Wirtschaft, sondern im Sinne eines vernünftigen Systems von Anreizen und auch von Selbstmotivation, auch von richtigen Rahmengesetzgebungen, die da lauten, wir trauen den Menschen etwas zu. Wir glauben, dass er aus eigenem Antrieb in der Lage ist, seine Fähigkeiten auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und wenn dieser Geist auch irgendwann mal etwas stärker, nicht nur von der Seite, sondern auch von der Seite, von mir aus gesehen links, in dieser Koalition Einzug hält, dann glaube ich, gibt es Grund zum Optimismus. Aber die Bedingung muss erfüllt sein. Frau Lang, Sie dürfen jetzt auch noch mal auf die Frage eindreschen, wenn Sie mögen. Also wenn die Frage kann so ich sehr gerne auch noch machen, da haben wir vielleicht einen Konsens dann hier in der Runde. Ich bin überrascht, dass ich aus Ihrem Wort mal höre, nicht im Sinne der kapitalistischen Wirtschaft. Das hat mich jetzt überrascht. Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, müssen wir Wirtschaftswunder ist ja hier ein bisschen das Thema der ganzen Runde. Also kann es eigentlich noch mal ein Wirtschaftswunder geben? Und ich glaube, für viele von uns fühlt es sich gerade ehrlicherweise nicht so an, sondern hat eigentlich das Gefühl, man kommt aus einem Krisenjahr, man kommt aus einem gebeutelten Jahr und es ist eher gerade viel Krisenbewältigung. Aber wenn wir uns die internationale Situation anschauen, Inflation Reduction Act in den USA, auch das, was bei China gerade investiert wird, dann haben wir einen internationalen, nicht Race to the Bottom, sondern Race to the Top.
Also die Frage, wer schafft es eigentlich, neue Technologien, wer schafft es auch, grüne Jobs bei sich anzusiedeln? Und wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob die EU da mitspielt, ob sie am Seitenrand steht oder ob sie mit als erstes Ziel geht. Dafür brauchen wir aus meiner Sicht den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, um billige Energien zu schaffen, auf dem Weg dorthin für eine begrenzte Zeit einen Industriestrompreis. Und wir müssen viel, viel schneller werden. Ich weiß, meine Partei ist auch mal bekannt, bei jeder bürokratischen Regelung zu sagen, die eine muss aber bleiben. Aber mit dem jetzigen Tempo schaffen wir es nicht. Nicht nur nicht in Deutschland, sondern auch nicht international. Bei der Münchner-Sicherheitskonferenz, wenn ich das noch sagen darf, war der Außenminister von Togo, hat erzählt, er wollte bei sich einen Hafen bauen, hat die Chinesen informiert, chinesische Botschafter. Innerhalb von 2 Monaten waren Arbeiter da, innerhalb von 4 Monaten war der Hafen gebaut. In der Zeit kam aus Brüssel nicht mal eine Antwort auf seinen Brief. Das ist ein geopolitisches Problem. Wenn die EU schneller wird, dann können wir es schaffen. Herr Klingbeil, Sie haben doch fast das Schlusswort. Na, also ich drische jetzt nicht auf die Frage ein, aber ich... Aber Sie sind da doof. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich umgehe sie einfach. Und ich glaube, also ich bin auf jeden Fall für Zuversicht und ich glaube auch nochmal, das letzte Jahr hat uns ja gezeigt, was wir können. Also nicht Politik alleine, aber Politik mit Unternehmen, mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften, mit Zivilgesellschaft. Und wir sind durch das Jahr 22 besser durchgekommen, als viele das zur Mitte des Jahres geglaubt haben. So, und jetzt liegen vor uns aber 10, 15 Jahre der Veränderung. So, wir reden von Digitalisierung, wir reden von Klimaneutralität, wir reden in meinen Augen auch davon, und das ist dann vielleicht der Widerspruch zu Ludwig Erhard, aber dass wir auch ein neues Miteinander von Staat und Markt brauchen an dieser Stelle, das muss neu ausgehandelt werden, aber da kommt dem Staat schon eine wichtige Rolle zu. Nicht um Unternehmen bevorzumunden, sondern zu gucken, wie wir eine Bühne geben können, auf der vernünftige Unternehmen dann auch wachsen können und vernünftig Politik machen können. Aber wenn wir in den USA eine Situation haben, wo im Land des Wildwestkapitalismus der Präsident 450 Milliarden in die Hand nimmt und die Möhre hinhält, auch der deutschen Industrie, und sagt, es lohnt sich, zu uns zu kommen. Wenn mir berichtet wird, dass viele Investitionsentscheidungen in Deutschland jetzt gerade gegen uns getroffen werden oder drohen, gegen uns getroffen werden zu können, dann muss uns das alarmieren. Und deswegen ist doch das, was wir brauchen, ein neues Miteinander von Staat und Markt. Da geht es um Infrastrukturausbau, da geht es um die Frage Fachkräfte, da geht es natürlich auch um die Frage Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Wir haben da viel jetzt auch gemacht schon, das wird noch mehr werden müssen, aber das Deutschland-Tempo ist benannt mit dem LNG-Terminal in Wilhelmshaven, wo wir es ja gezeigt haben, es geht in 200 Tagen, aber am Ende geht es für mich auch darum, dass wir in dieser transformativen Phase auch den Industriestrompreis haben und dafür sorgen, dass am Ende steht, die starke Industrie bleibt hier in Deutschland, sie wandert nicht ab, und die Frage, wie das entschieden wird, die, also der Zeitpunkt ist jetzt, in dem die Entscheidungen getroffen werden. Aber das werden wir nicht mit schlechter Laune schaffen. Das müssen wir mit Zuversicht und Optimismus schaffen. Aber wir müssen es dann auch tun jetzt. Vielen Dank. Also vielen Dank. Vielen Dank an die Runde, aus der ich jetzt zumindest als Letztes mitnehme, dass Sie alle über alle Bänke hinweg und alle Gräben hinweg der Meinung sind, dass es gehen kann in Deutschland. Und dann wäre es ja ehrlich gesagt gelacht, wenn es nicht gehen wird in Deutschland. Und damit bedanke ich mich, verabschiede mich und darf noch darauf hinweisen, dass der nächste Ludwig-Erhard-Gipfel in einem Jahr stattfindet, vom 6. Mai bis zum 8. Mai 2024. Vielen Dank, auch an Sie.